Es ist soweit. In der Tiroler 1500 Seelengemeinde Ischgl hat die fünfte Jahreszeit begonnen. Allein dieses Wochenende sind schätzungsweise 20.000 Ski- und Partybegeisterte über das Dörfchen hergefallen und läuten so die Saison ein. Aufgeteilt auf eine Handvoll Locations spülen die Partywütigen ab jetzt mehrere Millionen Euro in die Gastrokassen. In der Trofaner Alm rüstet man sich für den Ansturm. In Ischgl feiert man übrigens elitärer als in so mancher Sommerparty-Hochburg. Na, wir sind ja nicht am Ballermann. Bei uns hat es schon ein bisschen mehr Niveau. Naja, bei diesen Bildern lassen wir das jetzt mal unkommentiert so im Raum oder besser in der Hütte stehen. Wer sich in Ischgl für besonders wichtig oder wenigstens für besonders reich hält, kehrt ab 17 Uhr in die Champagnerhütte ein. Wodka und Shampoos in Literflaschen gehen im Sekundentakt über den Tresen. Und er ist der König der Shishi-Champagner-Meute. Alfredo, genannt Champagner-Alf. Sein Motto: geht nicht, gibt's nicht. Wir haben hier von 0,75 bis 15 Liter überhaupt kein Thema. Alfredo, alles gut. Und die Gäste, sie wünschen, wir spielen. Die Gäste haben teure Wünsche. Die 6-Liter-Flasche Wodka zum Schnäppchenpreis von 1.500 Euro bringt der Chef dann auch persönlich an den Tisch. Und die geldbringenden Schätze stehen eine Etage tiefer im Kühlhaus. Hier haben wir die kleinen Flaschen gebunkert. Hier haben wir ganz die kleinen Flaschen Champagner gebunkert. Genau. Sieht so aus, wenn man herkommt. Also hier Dom Perignon Lumi. Dann geht das ganze Sortiment geht weiter. Montbriac, Taittinger, Bruinard, Moyais. Wie wir alles haben. Ein trinkbares Schatzlager im Wert von einer halben Million. Wie schnell ist so ein Lager denn hier leer? Sehr, sehr schnell. Aber natürlich, ich kann jetzt nicht sagen, also wir verkaufen schon einiges. Ja, wer will schon das Finanzamt am Hals haben? Auch diese 6 Liter Magnum-Flasche im Wert von 55.000 Euro wartet auf einen trinkfesten Besucher. Wer es kleiner und kostengünstiger mag, kann schon ab 100 Euro auf dicke Shampoos-Hose machen. Alfs Champagnerhütte bietet für jeden Geschmack und fast jeden Geldbeutel etwas. Und für so manchen Stammgast angeblich sogar noch mehr. Man bekommt alles, was man haben möchte. Das ist Sex, Drugs, Rock'n'Roll, Drogen, Bier, alles. So schön. So schön, ja. Durchschnittlich gibt jeder Gast 100 Euro aus. Läuft bei einem Durchlauf von 500 Gästen pro Abend. Die Champagnerhütte ist eben etwas für solvente Klientel. Der tanzt, hat kein Geld zum Saufen. Aha, das ist wohl die Erklärung dafür, warum in der Champagnerhütte so wenig getanzt wird. Ein Schwenk vom Shampoos zum Schätzchen. Direkt am Auslauf der Hauptpiste liegt nämlich die Schatzi-Bar. Und hier sieht es auf den ersten Blick ganz anders aus. Eine Party mit Mehrwert sozusagen. Ich denke, das sind die Tänzerinnen, die hier tanzen, die die Leute animieren, mit denen Spaß machen. Das ist das, was die Leute hier reinziehen. Ach so, das ist also der Unterschied. Mit freiem Eintritt und freiem Blick auf die Tiroler Berge lassen es sich hier rund 600 Leute richtig gut gehen. 20 Gogos sorgen den ganzen Abend für Stimmung. Chefin Veronika nimmt aber nicht jede. Ich suche sie aus im Sommer in Mallorca in den größten Clubs, wo sie tanzen in den Discos. Und die bringe ich dann hierher. Also das sind die Besten von Besten. Über die Bezahlung der Mädels herrscht hier Stillschweigen. Doch wenig wird es nicht sein. Denn neben der Unterkunft und einem Grundgehalt winkt der ein oder andere Gast mit dem ein oder anderen Euro. Es gilt aber die Devise: Anfassen verboten, sonst droht der Abflug. Die Mädels hier sind hier nur zum Tanzen hier, zum nichts anderem. Es ist eine richtig harte Arbeit, weil die Mädels, die wenn sie Spaß machen, die müssen auch mit den Gästen trinken. Wirklich ein harter Job. Doch Veronika nimmt ihre Aufgabe ernst. Nicht umsonst sorgt sie schon in ihrer 14. Saison für das richtige Entertainment. Das wird in der Schatzi-Bar ohnehin groß geschrieben. Denn selbst die Barkeeper heizen dem Volk ordentlich ein. Natürlich alles im Dienste des Umsatzes.
Stimmung und vor allem Umsatz, das ist es, was hier zählt. Denn die Saison endet im Mai. Bis dahin müssen die Kassen klingeln. Und das tun sie natürlich auch hier, aber eben wieder ganz anders. Der Kuhstall ist die Traditionshütte fürs handfeste Volk. Schlagercharts und überschaubare Preise sind das Erfolgskonzept. Und auch Betriebsleiter Nils feiert offenbar gerne mit. Ja, der Kuhstall ist Ischgl, der Kuhstall ist Urlaub. Den Kuhstall gibt's schon lange, der Kuhstall sieht nach Österreich aus. So, und für alle, die noch nie da waren, so sieht also Österreich aus. Und das Land, der Kuhstall ist mit 800 Leuten komplett dicht. Das Bier läuft in Ström, perfekt, mehr geht nicht. Den Kuhstall gibt es jetzt seit 22 Jahren und er hat während der Saison, die bis Ende Mai läuft, jeden Tag geöffnet. Und das Volk liebt es. Die Musik ist besser als überall anders. Ich bin immer da. Und gute Party und wir zwei dürfen dabei sein. Wir gönnen uns das. Wir sind zu 20 hier, wir alle hier zusammen. Und außerdem sind wir Stromer Power! Damit weder Schwaben noch andere Nationen im Kuhstall Ärger machen, gibt es ihn. Ahmed, den Chef an der Tür. Na gut, auch der Einzige an der Tür. Über zu viel Arbeit kann er sich nicht beklagen, eigentlich. Das, was ich brauche, die erste und die letzte, das ist die Nerven. Nerven und Geduld. Ja, das glauben wir gerne. Seit 17 Jahren steht Ahmed jeden Abend an der Tür und lässt rein, wer rein will. Also jeden. Der sympathische Ahmed ist im Kuhstall sozusagen Kultfigur. Ahmed ist ja, cool. Das ist unser alter Bekannter. We are from Germany and this is Deutsch. Ja, wir können hier Deutsch reden. Okay, Entschuldigung. Ahmed ist cool, dass er echt einfach immer grinst. Ja? So ist es. Ja? Er ist einfach eine liebenswürdige Person. Also wir wollten Ahmed schon nach Deutschland holen, aber er wollte nicht. Cheers. Ischgl nennt man auch den alten Ballermann. Und das ist auch irgendwie verständlich, denn egal ob Kuhstall, Champagnerhütte oder Schatzibar, für jeden Spaß und jeden Geldbeutel gibt es den passenden Club. Was Ischgl ausmacht? Vor dem Ski ist Après-Ski. Tagsüber die Nadel schwingen, nachts die Hüllen fallen lassen. Monika ist die schmerzfreiste Tätowiererin Wiens. Die Wiener sind auf jeden Fall ein recht tattoo-begeistertes Völkchen, würde ich sagen.